können, ein bisschen allgemeine Informationen zu unserem Projekt, was wir zusammen hatten, Einblick in die Restaurationsarbeit und natürlich auch zur Provenienzforschung, weil das ist auch immer wichtig zu fragen, wie kam das Bild zu uns und was ist so die Geschichte. Genau, so sieht es jetzt aus. Ein bisschen hochgehangen, es geht noch ein bisschen tiefer, aber der Schatten fällt halt hier so. Aber gut. Ist aber eigentlich, ich finde es gut geworden. Ja. Ja. Die Augen. Ja. Das ist eine tolle Ecke. Schon gut geworden. Absolut toll. Sehr schön mit der Gegenüberstellung hier. Ja, da kommt noch ein Sessel hin, aber der steht jetzt bei uns in der anderen Ausstellung. Konnte ich jetzt nicht noch rausnehmen. Ja, der kommt dann noch wieder. Toll. Genau. Ja, und jetzt seht ihr hier oben, ne, die entdeckte Vorskizze. Und das ist halt auch ganz spannend, weil dieses Gemälde bisher ja gar nicht die zwei Vögel gezeigt hat, die auch im Original zu sehen waren. Das war eine Vorlage für ein Wandgemälde im Neuen Museum in Berlin, wo Kaulbach beauftragt wurde, das oberste Geschoss, also das Treppenhaus, auszumalen, 75 Meter umlaufende Fläche mit 6 Riesenwandgemälden und dazwischen immer so Allegorien. Und diese Allegorie war eben auch dabei, in viel größer, mit den zwei Vögeln, die man dann auf der Vorskizze tatsächlich auch entdecken konnte. Und das zeigt ja auch, dass die ursprünglich auch geplant waren. Das wäre jetzt hier von der Skizze eigentlich zu sehen gewesen. Ne? Das ist halt auch ganz spannend, weil es nochmal eine neue Dimension eröffnet und man das Bild ganz einfach, ganz anders jetzt lesen kann. Schön geworden. Sehr schön. Ja. Sehr toll. Das Bild kommt jetzt nochmal zu Ehren, nach Jahrzehnten im Depot. Und ja, das ist richtig. Also genau 80 Jahre. Genau 80 Jahre war es jetzt verdreckt im Depot. Mhm. Und jetzt zum 150. Todestag von Kaulbach wurde eben diese Überraschung gemacht. Ja, also es wurde halt wirklich geborgen, dann eben in neues Licht getaucht und hat einen völlig neuen Glanz erhalten. Und hat jetzt eine ganz andere Bedeutung. Und, es ist und das ist nur gereinigt, das muss man dazu sagen. Also man hört ja immer von Firnis, also Firnis ist ja dann auch nochmal ein Mittel, was als klarer Überzug auf Ölgemälde gegeben wurde, um mehr Tiefenwirkung zu bekommen, aber da ist weiter nichts passiert und das ist wirklich nur wässrig gereinigt und so ein paar auffallende weiße Stellen, die dann zutage getreten sind, die sind retuschiert. Ganz viel ist am Rahmen retuschiert, weil der auch sehr beschädigt war und dann ja auch nochmal den Blick sehr ablenkt vom Gemälde und es wurde neu gerahmt und optimiert und somit ist da wirklich gar nicht so viel dran passiert. Also es waren mehr konservatorische als restauratorische Maßnahmen. Also Restaurierung ist immer, dass da nochmal viel hinzugefügt wird oder wirklich der Firnis abgenommen wird mit Lösemitteln und dann wieder neuer aufgebracht wird. Das ist alles da an dem Gemälde nicht passiert. War der Rahmen aus der Zeit der Originalrahmen? Also ich denke schon, dass der Rahmen mit dabei war. Ja. Denke ich mal, ja. Aber jetzt im Eingangsbuch ist der Rahmen nicht explizit aufgeführt.